So, willkommen bei NJ Biathlon. In der fünften Saison sind wir jetzt schon angekommen und wir haben es endlich in den Weltcup geschafft und schon kommen keine Folgen mehr. Also pünktlich zum Höhepunkt habe ich es eingestellt. Das Interessanteste ist immer der Aufstieg. Nein, Quatsch, natürlich spielen wir jetzt hier mindestens ein, zwei Saisons noch durch mit dem Wamsi Michel im Weltcup. Vielleicht holen wir uns ja auch mal einen Weltcup-Sieg, den Weltcup-Gesamtsieg. Den werden wir uns, denke ich mal, nicht holen können mit unserem Athleten und auch nicht mit meinem Gameplay. Das ist dann eher ein bisschen schwierig. Läuferisch starten wir hier ganz gut rein mit 0,7 Sekunden Abstand auf Lacreitz, Ponce Doma. Da sind jetzt aber auch die Top-Athleten noch nicht hundertprozentig durch. Und dieser Anstieg hier, der wird uns sicherlich killen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hier nehmen wir mal ein bisschen raus. Da macht der Kollege ja auch weniger. Und da müssen wir hier trotzdem drüber ziehen. Also das wird sehr, sehr schwierig werden. Man muss sich ungefähr so vorstellen, als wäre der Gegner im Fußball auf jeder Position besser besetzt. Also als würde Schalke gegen die Bayern spielen. Ein Klassenunterschied ist hier am Start. Aber den Klassenunterschied, den sehen wir zum Beispiel beim Football Manager inzwischen schon nicht mehr. Heute 20 Uhr geht es dort in der Champions League gegen Manchester City. Natürlich auch eine Mannschaft, die auf jeder Position besser besetzt ist. Aber wir haben eine sehr junge, talentierte Truppe, die extrem viel Freude macht. Der Bundesliga-Start ist geglückt. Also auch da gerne mal reinschauen. Macht sehr, sehr viel Spaß momentan mit der Mannschaft. Aber gegen Man City eher utopisch, da was zu holen. Jo, also erstes Schießen. Wir sind im Einzel am Start. Konzentriere mich mal. Jawohl, gutes Schießen. Kann man nicht meckern. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in den Energiesparmodus. So, Lacreitz vorne vor Didier Bionatz, Quentin Fillon-Maillet. Wir gehen da jetzt mal auf die 3. Wir sind da schneller als Fillon-Maillet. Das ist doch schon mal was. Und der hat wahrscheinlich auch die 0 geschossen. Also wir sind hier vorne mit dabei. Mittendrin statt nur dabei. Guter Start für den Wamsi Michel, aber wir haben noch nichts geholt. Energielevel eigentlich für eine Runde auch okay. Sollte häufiger okay sagen. So, Bionatz, Dorle, Claude, alle mit der 0. Wir lassen den Kollegen hier mal durch. Der wird jetzt eh gleich am Anstieg hier etwas schneller sein als wir. So, hier versuchen wir mal Windschatten mitzugehen. Okay, da hängen wir uns mal dran. Also wenn wir hier mitkommen, dann würde mir das ja schon reichen. Ich weiß nicht, wer das da vorne jetzt genau ist. Ist mir aber auch wurscht. So, ihr erkennt die Athleten immer so. Taye Bö mit 3 Fehlern, Burkhalter mit der 0. Also auch unsere Kollegen, die mit aufsteigen, starten hier ganz ordentlich rein. Burkhalter im Einzel, das ist nicht seine stärkste Disziplin. So, gerutscht sind wir gut. Der Kollege fährt uns dann nochmal ganz kurz in die Parade rein. 12,2 Sekunden der Abstand auf Lacreitz. Auch nicht schlecht. So, Puls nochmal ein bisschen hochbringen. Momentan der 6. Platz für uns. Fillon-Maillet mit einem Fehler. Fratzscher mit einem Fehler. Lacreitz mit einem Fehler. Aber das werden wir definitiv in der Loipe verlieren. So, jetzt wird stehend geschissen. Kompliziert, aber die 0. Pamela Anderson, FF Anderson mit der 0. Wir gehen jetzt hier durch auf der 5. Haben 17 Sekunden auf Lacreitz Rückstand. Werden jetzt wieder so viel verlieren, dass der eine Fehler die 20 Sekunden halt keinen Einfluss haben werden. Dafür sind die Unterschiede läuferisch zu groß, aber ich finde 20 Sekunden eigentlich okay. Eine Minute oder sowas ist hier zu viel. Ansonsten würden wir wahrscheinlich wirklich gewinnen, wenn wir die 0 schießen. Und die Konkurrenz nicht, natürlich. Mein Kopf ist oben auch schon wieder aus dem Bild raus. Mein Schädel ist einfach zu groß. So, Lacreitz nochmal mit einem Fehler. So, 19,1 Sekunden sind es. Ziehen hier immer mal wieder so ein bisschen durch. Let's go. So, ich mache aber jetzt nur 2 Rennen pro Folge, weil ich nicht ganz so viel Zeit habe, bin gesundheitlich auch noch nicht ganz so fit. Deswegen gibt es ein bisschen den Sparmodus momentan. Dafür kommt aber Football Manager abends immer. Da habe ich mich, als ich, ja, noch ein bisschen gesünder war, noch durchgezockt.
So, Birkenthals auch mit der 0. Kretschmer mit 4 Fehlern. Holy shit. Tinius Bö ebenfalls mit Fehlern. Wir bringen den Puls nochmal ein bisschen hoch. 182. Jo. Könnte reichen. Und schon geht meine Stimme auch wieder weg. So, da vorne ist der Schießstand. Puls bei 175, 174. Jo, jetzt wird aber nochmal liegend geschossen. Es wird nochmal komplizierter. Der letzte war knapp. Der letzte war knapp. Der war richtig, richtig knapp, aber er war drin. Das ist das Wichtigste. Momentan gehen wir jetzt wahrscheinlich so auf Platz 4 raus. Das ist ein guter Start. 8,1 Sekunden Rückstand auf Bionaz. Der hat auch die 0 geschossen. Da können wir läuferisch einfach nicht mitgehen. Lackreit da auch noch vor uns. Der hat aber auch noch einen Fehler geschossen, aber Unterweger auch dreimal mit der 0. Also Top 10 ist drin, wenn wir hier jetzt die 0 schießen. Im letzten Stehen schießen. Läuferisch haben wir uns, glaube ich, die Kräfte auch ganz ordentlich eingeteilt. 9,9 Sekunden. Okay, ich war hier zuerst. Also ganz ehrlich, da nehme ich jetzt keinerlei Schuld auf mich. Alter Vater. Da sieht man dann doch eben, wenn hier mal ein paar gute Läufer hochkommen, wie das Ganze dann läuft. Okay, da haben wir jetzt auch ein bisschen verhakt, aber da haben wir bestimmt 2, 3, 4, 5 Sekunden verloren. Alter Schwede, wer war denn das, der da gerade so an uns vorbeigerannt ist? Auf jeden Fall kein schlechter Läufer, würde ich mal tippen. Taje Bö mit 2 Fehlern. Birkenthals, Tinjes Bö ebenfalls mit Fehlern. 12,5 Sekunden unser Abstand auf Platz 4. So, Puls nochmal hoch. 186. Jo, ist vielleicht ein bisschen viel, aber den vom Energielevel her, Energiemanagement, sind wir ganz gut und wir legen uns ganz, ganz vorne hin. So, wie schaut's aus nach dem vierten Schießen? Unterweger, den werden wir nicht holen. Lackreit wird auch schwierig. Boah, Alter. Nein. Oh. Mann, ey, jetzt habe ich es aber richtig verbockt. Jetzt war ich mega nervös beim letzten Schießen. Der eine Fehler, der wirft uns weit zurück. Der wirft uns aus den Top 10 raus. 22,8 Sekunden. Ach, herrje. Völlig verkackt. Viel zu lange mit dem ersten Schuss gewartet. Jetzt hatte ich aber auch einen Puls von über 9000. Holy shit. Das war schlecht. Justus Strelo macht es noch schlechter mit 2 Fehlern. Also die Top 10 werden hier dann doch kompliziert zum Auftakt für den Wamsi Michel. Da hätten wir schon die 0 machen müssen. So, wir nochmal vorne. Das sieht nach Burghalter aus, der da gerade läuft. Irgendwie ein Schweizer Trikot. Sehr, sehr bitter. Aber gut. Wir erwarten hier auch nicht sensationell viel. So, alter Schwede. Ja, einfach ganz easy läuft er hier an uns vorbei. Hammer. Aber gut. Noch ist nichts verloren. ...30,1 Sekunden, der 9. Platz, aber es kommen halt auch noch 21 Athleten. Das bedeutet, so Top 20 wird es dann wahrscheinlich eher werden. Aber ausgerechnet jetzt das letzte Schießen so dermaßen zu verkacken, ist schon eine Leistung. Keine besonders gute. So, let's go. Komm schon, zieh nochmal durch. So, im Ziel sind wir momentan. Fiomayer schaffen wir nicht, Seppele schaffen wir nicht, aber Dorle schaffen wir auf jeden Fall. Also, im Ziel dann nur der 10. Platz aktuell. Da hat der eine Fehler dann doch richtig reingeschissen. Ich finde aber schön, dass Erling Haaland inzwischen auch Biathlon macht. Sieht ihm sehr, sehr ähnlich. So, jetzt geht es natürlich immer noch ein paar Plätze zurück. Wenn wir die Top 20 schaffen, wäre ich schon sehr zufrieden. Der eine Fehler dann zum Schluss. Bin ja froh, dass ich den letzten Schuss noch getroffen habe. Sonst wäre es nochmal um ein paar Plätze weiter nach hinten gegangen. So, 13. Platz momentan. 14. Platz. 15. Platz. Niklas Hartwig vorne. Oscar Lombardo. Dominik Unterweger dann auch läuferisch nicht gut genug. Da wären wir ja fast auf Niveau von Dominik Unterweger. Jo, aber Top 20 sollten es eigentlich werden. Da kommen jetzt viele rein.
und wir sind noch auf dem 17. Platz. 51,1 Sekunden Abstand. Und dann ist es am Ende, ja, der 19. Platz. Wir hätten, wenn wir die 0 geschossen hätten, wären wir auf genau dem 10. Platz reingelaufen mit 31,1 Sekunden Rückstand vor Philipp Fjeld Andersen, den wir ja aus dem FF kennen. Also Shooting Time will ich gar nicht draufschauen, die war schlecht. Aber wie gesagt, ich habe auch schon wieder nicht viel gespielt und das letzte Schießen hat einfach richtig reingeschissen. Da habe ich viel zu lange gewartet. Mann, Mann, Mann. Matthew Strum holt sich den Sieg im Ibu Cup. Thierry Longer auf der 2, dann Patrick Braunhofer, Rock Drijan, Marco Groß und Roman Rees starten gut. Unsere ehemaligen Mitstreiter und Konkurrenten, der Sangria Kim, schießt sich auf Platz Nummer 3. Das ist doch auch schön. Wir schauen mal ganz kurz auf seine Werte, ob der Sangria Kim sich noch ein bisschen verbessert hat. Wo ist er denn? Nee, hat er glaube ich nicht wirklich. Also auch läuferisch jetzt immerhin die 60. Also hat sich doch ein klein wenig verbessert, der Gute. Jetzt geht's in den Sprint von Raubici. Da haben wir wahrscheinlich noch weniger Chancen, weil man schnell schießen muss, schnell laufen muss. Alles nicht so richtig unsere Stärke. So, willkommen im Sprint von Raubici. Gerade noch Kaffee getrunken. Die verbrannte Zunge versucht wieder herzustellen. So, wir müssen natürlich hier sprinten. Das ist ja Sprint. Ballern wir direkt mal durch hier mit unserem Kollegen, wer auch immer das ist, sind schon einige auf der Strecke. Schauen wir mal. Ich glaube, hier gehen die Kollegen immer nicht so richtig in den Sprint rein wie wir. Deswegen können wir hier immer ein bisschen durchziehen. Okay, der Kollege drängt sich da jetzt nochmal durch. Da sind wir erstmal zeitgleich mit Navratilova. Und jetzt sehen wir wahrscheinlich hier gleich mal den Abstand zur Konkurrenz, den wir läuferisch halt einfach haben, selbst wenn wir sprinten. Ist das halt echt nochmal eine andere Hausnummer, die die hier haben. Wobei der Deutsche nicht so stark ist läuferisch, aber wir verlieren 2,4 Sekunden. Dann ist das hier wahrscheinlich Lukas Fratscher, den wir ja sogar läuferisch noch gerade einkassiert haben. So, wir müssen schnell schießen, damit irgendwie die Top 10, also Ziel ist natürlich, sich zu qualifizieren für die Verfolgung, die es hoffentlich dann auch gibt am Ende. So, und ich muss mir angewöhnen, überall zu sprinten. Da gibt es jetzt hier keine zwei Meinungen zu. Puls bringen wir nochmal richtig hoch. 194, ja, könnte ein bisschen zu hoch sein. Schauen wir mal. Wir laufen bis ganz vorne hin, aber so schnell wird der Puls nicht mehr runtergehen. Ja, der ist jetzt ein bisschen zu hoch. Alter, die Waffe macht wieder gar keine Bewegung mit. Gar keine, aber wir schießen die Null relativ langsam allerdings. Jetzt wird wieder gesprintet. Jetzt gehen hier wahrscheinlich die Platzierungen durch. Erstmal, na, der 7. Platz, das ist doch schon mal ganz gut. Da finde ich, kann man ganz gut mit leben. Da sind einige Fehler auch geschossen worden und läuferisch sind wir gar nicht der Schlechteste. Von daher eigentlich ganz ordentlich. Hier müssten wir jetzt eher mal ein bisschen aufpassen, damit wir gleich für den Anstieg da auch gut durchkommen. So, 4,6 Sekunden, der 8. Platz. Supersprint werden wir gleich wieder benötigen. Da ist schon wieder der Kollege, der an uns vorbeirennt. Mega unsympathisch. Muss auch mal an die Schwächsten denken. Wo ist der Sozialstaat, wenn man ihn braucht? Die soziale Kälte geht hier bei plus 6 Grad um in Raubici. So, also 7,1 Sekunden. Philipp Navrat allerdings mit zwei Fehlern. Einige mit vielen, vielen Fehlern vor uns. Also jetzt ein sauberes, schnelles Schießen. Und die Top 21 sollten durchaus drin sein. So, Puls vielleicht nicht ganz so hoch, beziehungsweise wir gehen mal früher ein bisschen raus. Der schon Feierabend? Ne, der muss auch noch mit. Puls diesmal ein bisschen niedriger. Wir müssen allerdings auch früher an den Schießstand. Wird also ähnlich kompliziert werden wie eben. So schaut's aus. Bislang eigentlich noch keiner so richtig ohne Fehler durchgekommen. Boah, der letzte war eng. Aber der letzte war jetzt einfach völliges Risiko. Also Doppel-Null und gar nicht mal so schlecht geschossen.
sprinten wir mal hin. Jetzt erstmal der zweite Platz, aber auch erst nach 15 Athleten. Da kommen sicherlich noch ein paar. Aber die Top 21 sollten eigentlich damit relativ fix sein. Alter Schwede, warum rutscht der so gut? Ist schon ein bisschen unfair. Okay, macht aber auch noch einen Wheelie. Auch nicht schlecht. Es kann eigentlich nur Peter Sagan sein. Hat die Karriere doch jetzt schon beendet. Und macht jetzt hier ein Späßchen mit uns. Wir gehen mal ein bisschen früher los. Wir haben ja den Supersprint auch noch in the Tash. So, ziehen wir nochmal durch. Hier auch nochmal ein bisschen. Okili dokili, das lief halbwegs okay. Vierter Platz, jetzt sind wir natürlich trotzdem ein bisschen zurückgefallen. Seppele und so weiter mit einem Fehler dann doch deutlich vor uns. Aber wie gesagt, unser Ziel ist die Verfolgung und das sollten wir packen. So, let's go. Noch ein kleiner Anstieg. Und dann sind wir auch auf der Zielgeraden. Jetzt haben wir halt keinen Supersprint mehr. Es kostet dann doch nochmal ein bisschen was an Zeit. Wir haben auch keinen Mega-Sprint oder so, wie die Konkurrenz das hier hat. So, komm schon, FF Anderson schaffen wir nicht mehr. Mist, der fünfte Platz, 8,8 Sekunden Abstand. Da sind drei vor uns rein mit einem Fehler. Wenigstens Chemislav Pansac haben wir geschlagen. Jetzt der sechste Platz, also es geht relativ schnell nach hinten. Das wird jetzt ganz interessant zu sehen sein, ob das überhaupt für die Top 21 reicht. Lukas Fratscher mit vier Fehlern. Bionats momentan vorne. Da sind jetzt ein paar Athleten hinter uns. So, die Hälfte ist durch. Achter Platz. Wenn man das hochrechnet, dann müsste es reichen. Neunter Platz. Oscar Lombardo kommt vorne rein. Zehnter Platz. Eieiei, das wird ein enges, enges Höschen. 16, 17 kommen noch. Da haben wir wieder mal jemanden hinter uns gelassen. Drei Athleten, die schlechter sind. Jawohl, das sieht gut aus. Verfolgung gekommen. Die Spannung liegt echt jetzt hier in der Ergebnistafel. 12. Platz, ja, ist ja gut, dann machen wir halt den hier. Leute, Leute, Leute. So, Justus Strelo und Lukas Fratscher heute nicht ganz so stark, aber wir können jetzt schon mal sicher sagen, dass wir uns qualifiziert haben. Lagreit, Samuelsson sind drin, Johannes Dinius Bö ist da. 21 Sekunden Rückstand haben wir auf Lagreit. Alter, 16. Platz mit einer Doppel-Null, gar nicht mal so schlecht gemacht eigentlich. Ich habe schon schlechtere Rennen gehabt. Und dann kommt hier der letzte Athlet noch rein, der hoffentlich nicht besser ist als wir. 16. Platz. Wir haben uns qualifiziert für die Verfolgung, falls es wie gesagt eine gibt. Ich habe jetzt den Kalender nicht im Kopf, aber normalerweise kommt nach Sprint die Verfolgung. Shooting Time, ja, hat sich aber eigentlich gar nicht so schlecht angefühlt, wenn ich ehrlich bin. Aber anscheinend, ja, wie gesagt, wenn man nicht so lange zusammenhängend spielt, dann verliert man immer den Rhythmus. Aber das war jetzt doch eigentlich ganz okay. Ein Fehler geschossen im Einzel, das hat uns gekostet. Jetzt schauen wir mal ganz kurz auf den Gesamtweltcup-Stand. Jetzt erstmal der 15. Platz nach zwei Rennen. Das finde ich sehr, sehr ordentlich. Vielleicht ist ja mal der ein oder andere Ausreißer nach oben drin. Ausreißer nach unten wird es wahrscheinlich reichlich geben. Aber eigentlich laufen wir hier ja gegen den Abstieg. 13 Punkte für Miha Dovzhan. Wir haben jetzt schon 47 gesammelt. Also, das lief gut. Sprint 16. Platz, Verfolgung werden wir gleich sehen. Und im Einzel war es der 19. Platz für uns. Genau, Verfolgung in Raubici machen wir in der nächsten Folge. Das wird bestimmt auch interessant werden. Schauen wir mal, was drin ist. Aber 21. würde ich sagen, Minimum.